Und damit sind wir bei der dritten Map. Mir wurde gesagt, wir werden hier noch weniger Platz haben. Ich weine jetzt schon, weil ich finde, es war auf der letzten Karte schon sehr, sehr knapp. Was haben wir hier? Stein, 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 jede Menge Stein. Lachs sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Aber ich glaube, wirklich expandieren geht vor allem in die Richtung. Hier ist Nadelholz. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen besser planen als beim letzten Mal. So, da wir den Strand nicht wirklich nutzen können für irgendwas Sinnvolles, planen wir einfach mal Wege am Wasser. Pass auf, hier wird den Platz werden wir benötigen. Und hier kommen wir dann. Ja, ja. Ich würde tendenziell tatsächlich sagen, wir haben hier unseren Wald. Du darfst alle Bäume fällen. Wir müssen später auf jeden Fall bereit sein, diese Straßen neu zu ziehen. So, wir brauchen aber auf jeden Fall hier dann schon mal einen Wachturm. So, Entdeckerposten ist vielleicht schon mal ganz gut. Würde ich aber tendenziell auch ans Wasser bauen. So, Holz. Das war einmal Nadelholz. Wir müssen das Zeug hier alles wegkriegen. Mit Feuerholz hatten wir bis jetzt noch nie Probleme. So, Steinplätze brauchen wir tatsächlich tendenziell eher mehr. Wo gibt's noch Stein hier? Erste Linie. Ich will erstmal wissen, was hier drüben irgendwo in dem Bereich ist. Erste Linie hier, dann macht es auch Sinn, das ganze Zeug hier hinzupacken. Was wir aber auf jeden Fall auch brauchen, ist ein Sammler. Rosshaus? Wo war denn der Sammler hin?
Sammlerhütte hier. Hier haben wir nämlich Himbeeren. Ich kann keine direkte Linie ziehen. Ja, und jetzt passt er nämlich hier nicht durch. Muss mal ein bisschen geschärft werden mit der Kollision. So, lüftet mal bitte den Nebel hier. Ah, okay, sie decken immer ein Stück vor sich auf. So, da Siedler beim letzten Mal so ein Problem waren, müssen wir auf jeden Fall für Taverne und so ein bisschen mehr Platz einplanen. Wo ist das Gildenhaus hier? So, weil wir hier schon so einen Stau haben, machen wir es mal links. So, einen Wachposten brauchen wir aber auch noch hier. Falls es überhaupt hier in die Richtung weitergeht, das ist halt auch so eine Frage. Können wir die Holzwerkstatt hier noch irgendwie reinquetschen? Ich glaube, die war relativ groß. Ich finde es so verwirrend, dass die Holzwerkstatt hier bei Ausrüstung und Ausbildung ist. Ich meine, ja, es macht Sinn, aber ich würde sie bei Verarbeitung suchen. Deswegen. Ja, alles so ein bisschen weird. Jetzt haben wir hier so wieder so jede Menge Platz, den wir nicht nutzen können. Aber gut, die Holzwerkstatt hier hinzupacken macht vielleicht schon Sinn. Dass wir möglichst relativ früh neue Wachen bekommen können und dann auch alle drei Türme gut besetzen können. So, Militärakademie. Jäger brauchen wir früh.
bist, dafür haben wir zu wenig Platz gerade. Ihr kriegt Grenzsteine, ihr kriegt Grenzsteine. Alle kriegen Grenzsteine. Wieso keine Ressourcen zum Sammeln? Ach so, weil... Ja, ja, klar. So, du setzt aber nur Nadelholz. So, hier drüben ist gerade nicht unmittelbar wichtig. Wir können noch ein Steinmetz hier reinquetschen, das ist gut. Geht ein Brunnen? Weil hier geht's ja nicht, aber hier geht es. Das ist auch eigentlich viel zu viel Zeug, was ich gerade auf einmal baue, aber gut. Wir haben ja noch genug Stein. Es wird halt nur nicht gerade nicht zu Werkstein. Aber wir brauchen halt auch... Ja, komm, wir machen mal einen, der jetzt gerade erstmal nur Werksteine herstellt. Wir könnten hier noch einen Steinbruch reinquetschen, wenn wir wollen. Ah, okay, ihr steht im Stau. Warum auch immer, weil die eure Spur hier ist frei, aber die wollen natürlich als... Okay, die wollen alle dahin liefern. Und deswegen gibt hier gibt's keine Vorfahrtregeln, hier gibt's kein rechts vor links und deshalb, ja, glitschen die sich nur hier durch. Aber zumindest ein paar kommen schon mal an. Hier gibt's Kohle. Hier gibt's noch mehr. Ja, genau, hier gibt's Kohle. Okay. Ah, sie können sogar mehrmals erweitern mit ihrer Kiste. Haben wir sogar echtes What You See is What You Get hier? Weil er ist jetzt durch, oder sie. Hier sind noch drei drin. Jetzt sind es noch zwei. Sie müssen nicht jedes Mal einzeln laufen. Kriegen wir die Weberei unter? Nein, ist zu groß. Den.
Dann versuchen wir es mal so zu drehen, dass wir... Natürlich gehen hier keine drei rein. Das wäre ja zu einfach, wenn das gehen würde. Wir planen einfach mal schon mal ein bisschen voraus. Okay, dann nicht. Das sieht sonst nicht gut aus. Wir machen... Ja, schon richtig, sonst haben wir gleich wieder unschöne Straßen. So, dann können wir hier vielleicht den Marktbrunnen unterbringen. So, die Taverne. Die kriegt ihre eigene Straße. Dann brauchen wir die Tische. So, auf das hier pausieren wir noch. Das hier pausieren wir auch noch. Oh, nee, braucht nur normalen Stein, oder? Kann der Steinbruch? Ja, der kann inzwischen arbeiten. Sehr gut. So, zweiter Steinbruch. Guck mal, was hier drüben alles ist, bitte. Ich finde den Entdeckerposten irgendwie noch nicht... Also ich setze ihn noch nicht so gut ein, to be honest. Hier gibt es Kupfer. Ich meine, der ist, glaube ich, schon wieder darauf gedacht, dass der einigermaßen automatisiert arbeitet, aber ich habe das Gefühl, ich manage ihn nicht genug. So. Wir brauchen Esstische, da planen wir halt auch mal ein bisschen mehr ein. So. Eine Reihe aus 11. Das sieht einigermaßen natürlich aus. Und dann kann nämlich hier später noch eine schöne Wohnhaussiedlung entstehen. Wir brauchen, glaube ich, 12 Häuser für unser Missionsziel. Komm, wir lassen da... Pass auf. Kriegen wir es hin, dass... So, euch machen wir auf Pause. Die Tische brauchen... die Tische brauchen Stoff. Warte. Dann verschwendet da mal bitte keine Zeit mit erstmal. Also, wenn wir jetzt den hier wegmachen, noch ein Haus hier reinquetschen. Ja, irgendwo da, weil da ist es noch gerade so drin. Dann hätten wir unsere 12 schon mal geplant. Und dann können wir hier einen kleinen Markt einrichten. Holzwerkstatt ist im Bau, Militärakademie, pass auf, verdammt. Wir haben auch nicht so viele Zahnräder. Ich glaube, wir haben vielleicht 4 gebraucht. Dann machen wir nämlich nochmal ein paar Holzspeere. Ein paar Wachen. Dann könnt die gleich das hier besetzen. So, Steinbruch in der Nähe von Kalkstein. Haben wir hier irgendwo Kalkstein? Ich habe noch nichts gesehen davon. Flachs haben wir hier. Laubholz.
Kupfer, Kohle. Hier ist Kalkstein. Irgendwo da hinten. Die Werkzeugschmiede liefert ja hierhin zum Gildenhaus. Das heißt, da wollen wir den Weg auch möglichst kurz halten. Keine Ressourcen zum Sammeln in Reichweite. Ihr kommt da nicht dran. Wieso kommt ihr da nicht dran? Also wieso sind hier Rohstoffe, an die ich nicht rankomme? Ich meine, hier sind noch Steine. Hier sind auch noch Steine, aber... Das ist gerade weird. Ich darf hier nicht... Warte, will er... Wollt ihr mir damit sagen, dass die hier rumgehen wollen? Pass auf, macht mal eben bitte den Fokuspunkt hier. Wir haben nicht mehr allzu viel Stein. Das müssen wir jetzt mal kurz richten. Aber wenigstens findest du noch was zum Sammeln. Kann ich hier drauf? Farmland ist erlaubt. Nur hier halt nicht. Farmland ist sogar hier erlaubt. Krass. Das Kupfer. Also zumindest die Gemüsefarm würde ich dann schon auch hier irgendwie hinpacken. Es macht auch Sinn, die Weberei hier hinzusetzen. Wie gesagt, das sieht halt aus, als müsste hier eigentlich ein Weg gehen. Aber gut, spätestens auch, wenn wir die Sammlerhütte später wegmachen, können wir das durchziehen. Produkte. Stoff wäre schon mal wichtig und Seile wären wichtig. Ihr könnt immer noch nicht arbeiten.
Was war mit dem Jäger? Ach, wir haben den Jäger, glaube ich, gar nicht gebaut am Ende, ne? So waren die Marktstände. Wie viele von denen brauchen wir? Wild, Waldprodukte, Gemüse. Getreide, der Rest kann alles machen und dann brauchen wir auch nicht mehr. So, baut die Taverne schon mal und baut schon mal 4 von den Esstischen. Wir wollen ja nicht wieder in einen Siedlermangel geraten. So, ihr müsstet jetzt wieder... Genau, ihr könnt jetzt wieder arbeiten. Aber das ist halt auch jetzt gerade echt kacke platziert. Das heißt, auch den hier will ich so bald wie möglich weghaben. So, die will ich eigentlich jetzt schon weghaben. Sollen ihren aktuellen Arbeitsgang noch beenden und dann reiße ich die ein. So, die arbeiten mal nicht automatisch, sondern ich lasse die nach Ansage arbeiten. Bereit für neue Aufgabe 0, aber... Hä? Ich habe doch 3 von den Türmen gebaut. Der hat 10, der hat 10. Wo waren die denn jetzt, dass die nicht bereit für eine neue Aufgabe waren? So, die Steine liegen jetzt da. Jetzt geht es nämlich auch so. So, Brunnen, Forbidden Sediment, das ist schon wieder zu nah an der Küste. Ich darf hier keinen Brunnen bauen. Gibt es überall kein Grundwasser? Das kannst du mir noch nicht erzählen. Aber hier, du kannst mir nicht erzählen, dass hier möglich ist. Ja auch, ja gut. Muss halt, ne? Muss halt gehen.
Ja gut, optimiert ist hier auch rein gar nichts. Viele haben wir jetzt? 11. Noch 4 Farmland hier einbringen und ich sehe gerade nicht, wie man das machen soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonders... Ja gut, das hier ist schon ziemlich weit aus dem Rahmen. Kriegen wir das ein bisschen schöner hin. Ja, so halb. Schön ist was anderes. Was soll man sagen? Himbeeren, wir haben Fleisch. So, du machst uns Stärkungsmahlzeiten raus. Du bist fertig und du bist fertig. Sehr schön. Kalkstein haben wir hier gefunden, richtig? Nee, das war hier drüben irgendwo. Hier. Wo wir wahrscheinlich aber auch nicht hinkommen. Sieht aber auch nicht erreichbarer aus. Wir brauchen eh noch mehr Steinmetze. Dann machen wir aber auch noch ein Lager für... Also wenn die Strecke so weit ist. Ich baue jetzt definitiv nicht den ganzen Shit nochmal neu. Hier brauchen wir aber definitiv noch einen Weg. Dass sich das möglichst nicht beißt. So, die Steinmühle brauchen wir dann später auch noch. Stein, Zement, nee, nicht Zement. Also Zement wollen wir auch später einlagern, aber vorher brauchen wir auch Kalkstein hier. So. Wir brauchen auf jeden Fall später nochmal 2 von den Zahnrädern. Werkzeugschmiede wollte ich eigentlich irgendwo hier haben. Pass auf, nein, wir machen es anders. Wir bauen noch einen Steinmetz hier. Dann kann nämlich die Werkzeugschmiede hier hin. Die Ausrichtung ist blöd, aber was soll ich machen?
Wir haben keine Grenzsteine mehr. Hier gibt es Silber und Kupfer. Benötigen wir später auf jeden Fall noch, aber... Im Moment hakt es am Stein. Das heißt, die priorisieren das mal gerade. Also der Brunnen kann mal kurz warten. Kein Marktbrunnen in Reichweite. Ja, so viel zum Thema. Wir quetschen den da so schön rein. Können wir den hier irgendwo reinbekommen? Wir sehen noch nicht... Wir sehen jetzt bei der Platzierung sehen wir nicht die Reichweite. Wir sehen es erst, wenn er platziert ist. Ich möchte es eigentlich ungerne. Ja, machen wir es. Müssen wir es so machen. So, du wirst gebaut. Kupfer, Eisen. Aber die Steinvorkommen machen wir wirklich Sorgen, weil wir einfach nichts gut rankommen. Hier sind solche Unmengen, aber da kommen wir nicht dran. Also nicht bald. Ich meine, hier ist auch nicht wenig. Was ist jetzt hier? Ich vergesse die ganze Zeit hier die Farben. Wir haben Kupfer. Wir haben hier Stein, aber Kalkstein war hier oben. Und hier. Also wenn das mal keine Distanz ist hier. Du machst hier. Also wir haben nicht wirklich einen Mangel an den Sachen.
Frage. Wieso ist noch kein Flachs hier hingeliefert worden? Passiert das allen Ernstes nur dann? Ja, okay. Wenn sie keinen Auftrag hat, dann fordert sie auch nicht an. Ich meine, ergibt auch irgendwo Sinn, aber... Das ist nicht immer das, was man will. So, eine Getreidefarm brauchen wir demnächst auch. Die würde ich aber irgendwo hier unterbringen wollen. Aber erstmal will ich wissen, ob hier im Brunnen noch hingeht. Forbidden Sediment. Ich darf hier nirgendwo Brunnen bauen. Und willst du mir jetzt allen erzählen, dass das hier nicht reinpasst? So, pass auf. Lieber Holzfäller, mach den mal bitte weg. Ich darf hier keine Farmländer bauen, das ist natürlich auch toll. Weißt du, hier geht's nicht. Hier drüben war es kein Thema. Gefallen muss mir das ja alles nicht hier. So, ich benötige später noch einmal die Windmühle, eine Bäckerei. Die Windmühle braucht zwei Zahnräder. Was benötigt alles Zahnräder? Habe ich genug? Hier ist auch recht viel Platz. Dann muss ich es hier bauen. Und hoffen, dass sie sich nicht um das Farmland streiten, wenn ich da jetzt den Punkt entsprechend setze. Guckt euch diese hässliche Konstruktion an.
So, hier ist der Steinbruch. Ah, okay, hat sogar was in seiner Reichweite. Sehr gut. Okay, mit dem im Hinterkopf sollten wir vielleicht gucken, dass wir unser Wohngebiet zu Ende bauen. Damit wir dann möglichst bald viele Siedler haben. So, tagebautechnisch wollen wir Silbererz und Kupfererz abbauen. Darf ich hier einen Weg durchziehen? Ja, okay. So, die Schmelzhütten hier hinzusetzen, macht bestimmt, ist bestimmt gar kein Problem. Kupfer. Wo gab's Eisen? Wir haben doch schon Eisen gesehen. Nur ich finde es schwer, sich zu merken, wo die Sachen waren. Hier oben. Ist hier, was das hier blockiert? Jetzt mal ganz ehrlich, was blockiert hier den Bau? So, ganz ehrlich, hört auf, euch um Feuerholz zu kümmern. Output-Stapel sind voll. Ihr solltet ja auch eigentlich auf Feuerholz zu sammeln. So, dich benötigen wir jetzt nicht mehr. So, Proviantmacher müssen wir auch noch erstellen. Dann bauen wir den dahin. Münzprägerei. Macht irgendwie schon Sinn, das hier zu haben. Und die Schatzkammer dann hier oben. Weil ich glaube, was anderes bauen wir hier auch nicht hin. So, pass auf, dieses Gebäude benötigen wir aber jetzt auch nicht. Boah, es ist okay. Ist alles noch nicht so viel reserviert. So, jetzt wo wir aber... Ah, okay, wir brauchen definitiv noch zwei Zahnräder für die Mühle. Die Steinmühlen waren das, die das Zeug gebraucht haben. So, haben wir schon ein bisschen Kalkstein hier drüben? Es ist schon mal ein bisschen was unterwegs. Das heißt, wir können die Steinmühlen schon mal zum Bau freigeben. Da müssen wir uns überlegen, wo wir die Mühle und die
Schrotflut hier oben hätte halt auch irgendwie voll Sinn gemacht. Es ist nicht cool, dass die das jetzt den ganzen Weg darüber tragen müssen. Ich meine, sobald es einmal läuft, läuft es. Bäckerei. Wenn wir es hier hinsetzen, dann geht es schon mal ein kleines Stück wieder zurück. Und dann machen wir hier auch ein Lager für Weizen. Ist ein Naturprodukt, genau. Habe ich ja gestern festgestellt, dass das ein bisschen komisch eingeteilt ist. Kupferstein. Wo war das Eisen? Schon wieder vergessen. Eisenerz gibt's hier. Es ist, glaube ich, sogar schon ein bisschen. Ja, es ist sogar schon ein bisschen was in Reichweite. Sehr gut. Dann machen wir einen Eisentagebau. Dann haben wir von jedem einen. Ich glaube, mehr werden wir auch erstmal nicht benötigen. Also auf die Münzprägerei wird keine Kupfermünzen herstellen. Auf, du machst Eisen, du machst. Ja, du machst Silber, du machst Eisen, das ist richtig. Dann machen wir die Rüstungsschmiede und die Waffenschmiede. Kriegen wir die, wenn wir die so rumplatzieren? Müssten wir die da hinkriegen? Ja, das sieht sehr abenteuerlich aus, aber dann haben wir auch alle Gebäude einmal drin. Okay, wir müssen noch ein bisschen mehr Gebiet einnehmen, aber das sollte kein Problem sein. Was machen die Farmen? Ey, ich hab dir gesagt, du sollst dich hier irgendwie konzentrieren. Warum pflanzt du dann hier Mais? Gut, ich kann theoretisch sagen, er soll es hier machen. Kürbisse sind verrottet. Wieso sind die verrottet? Warum lässt du die Kürbisse verrotten? Hä? Du hast Wasser. Du hast auch Wasser. Ich weiß nicht, ob wir genug Wasser haben. Also auf der die Bäckerei wird es ja auch brauchen, meine ich. Ja. Dann bauen wir hier halt noch einen. Das läuft, das läuft. Die erste Steinmühle ist fertig. Die zweite ist auch gleich fertig. Das heißt, wir produzieren auch Zement. Wir brauchen einen fortgeschrittenen Soldaten. Dazu brauchen wir wieder einen und wir brauchen ein Eisenschwert. So, wir bräuchten eigentlich ein paar Planierer. Ich glaube, das lohnt sich auch eher, weil wir von denen am wenigsten haben und die müssen ja auch am meisten laufen. Baustellenträger haben wir genug und Silber haben wir auch genug. So, ansonsten würde ich aber echt hoffen, dass wir gleich keinen Siedlermangel haben. Aber, ja, sind auf jeden Fall gut Neugeborene unterwegs, also das sollte gehen.
So, not gonna lie, wir brauchen keinen weiteren Flachs. Wenn ich mir angucke, Flachs haben zwar nicht so viel, aber wir benötigen auch nicht so viel davon. Was macht ihr hier? Was habt ihr hier für eine Versammlung? Ich weiß nicht, ob ich das genehmigt habe. Also auf Kohle ist, läuft voll. Bergbau, Kohle. So, ihr seid am Laufen. Es wäre interessant, wir hatten für die erste Karte fast 2 Stunden gebraucht, oder 1,50, für die zweite irgendwie 1,30. Wir sind jetzt hier eine knappe Stunde dran. Es wäre irgendwie lustig, wenn wir jetzt die schwerste Karte doch am schnellsten hinbekämen. Ich weise darauf hin, die Ansage war, dass jede Karte so 2 bis 3 Stunden in Anspruch nimmt. Also ich würde behaupten, das sind zwar keine Speedrun-Strats, die ich hier anwende, aber ich bin gut in der Zeit. Kein Personal anwesend. Ah, ja gut. Ist natürlich kacke, wenn das Personal nicht anwesend ist. Okay, was heißt die Fahne hier? Sieht irgendwie so aus, als wollte das Spiel uns sagen. Warte, es ist priorisiert. Hä? Priorisiert? Ich dachte, das ist nur für die Baustellen. So, du bist auch gleich fertig. Mais. Wir haben ziemlich wenig Brot hier. Gut, okay, er lagert gar keinen Weizen. Er lagert nur direkt das Brot, das ist natürlich klar. Dann kann er natürlich kein Brot haben. Was sagt die Getreidefarm? Hat sie schon was hier liegen? Wow! Das ist ja sehr wirklich viel. Aber wir müssen ja nur ein Brot backen. Bauarbeiter ausbilden. Insgesamt 100. Okay, das habe ich gar nicht gemerkt, dass wir das beim letzten Mal als Ziel hatten. Aber das können wir auch problemlos noch machen. Dafür müssten eigentlich unsere Startvorgaben genügen. So, wir brauchen
Ja, passt auf. So, da müsst ihr es perfekt hinbauen. Ohne, dass wir es zu sehr beanspruchen. Also ganz aus dem Dealer-Mangel sind wir nicht raus. Wir haben jetzt zwar keinen akuten Stau oder so, aber wir haben gleich ein paar Jobs, die noch vergeben werden. Okay, Minimap ist fokussiert, aber wie groß sind denn die Karten jetzt eigentlich? Das finde ich so schwierig. Also die Karten sind schon groß. Viel größer, als sie für unser Missionsziel hier sein müssten. So, Meilensteinentdeckung ist erledigt. Ja, sie gehen noch eine extra Runde rumrum. So, ganz ehrlich, wir benötigen keine weiteren Rationen. Macht mir einfach nur Genussmahlzeiten. Da kommt das erste Weizen schon mal an. Hier fehlt davon noch ein bisschen. Hier, macht mal bitte Prio. Zumindest bis der Zement halt geblockt ist. So. Personal unvollständig. Wir brauchen noch einen zweiten Kohletagebau. Jetzt auf einmal. Theoretisch irgendwo hier. Den ganzen Weg da hinlaufen. Ganz ehrlich, die interessiert eh nur das Gebäude, also baue ich es dahin. Das haben wir fast, das haben wir fast, das haben wir fast. Das müssten wir bald auch haben. Ist immer noch kein Personal anwesend. Warum nicht? Werkzeuge habe ich aber noch. Daran scheitert es gerade nicht. Gut, der Weg ist natürlich recht weit, den sie gehen müssen. Aber sie haben das Silbererz schon mal angefordert und die Kohle. Auch schon Kohle angefordert.
Hat die denen nicht schon Auftrag gegeben? Ein Eisenschwert, bitte. Zumindest wird die Kohle schon mal hingeliefert. So, Meilenstein-Bauarbeiter haben wir. Meilenstein-Bevölkerung haben wir. Du bist auch gleich fertig. So, ein Brot. Das sollte ja jetzt auch passieren. Das dürfte Silber und Kohle sein. Wir brauchen aber auch Wasser. Okay, und Feuerholz. Okay, Eisen wird abgebaut. Das Wasser. Hier gerade. Okay, nee, das sah gerade irgendwie von dem Blickwinkel ja so aus, weil die Bodentextur vom Ofen die gleiche ist, dass der Ofen zugemauert wäre. Und ich habe gesagt, hä? Das kann ja eigentlich nicht funktionieren, aber wir haben ja schon gesehen, dass da auch was reingepackt wird. Aber gut, die zwei sind jetzt nicht gerade die MVPs, das muss man echt mal sagen. Und ich meine, jetzt haben sie auch Material, jetzt können sie durchproduzieren. Also zwei von, also das, da bin ich noch nicht so ganz überzeugt von, dass alle Gebäude jetzt unbedingt drei Arbeiter brauchen. Weil, wie gesagt, die zwei machen ja auch nichts. So, Rüstungsschmiede muss noch gebaut werden. Okay, die hat auf Zement gewartet. Okay, du müsstest jetzt aber langsam anfangen zu produzieren. Du hast sogar schon... Okay, du hast gerade den ersten Eisenbahn produziert anscheinend.
So, das heißt, du kriegst dein Material und die Rüstungsschmiede brauchst dann auch zwei. Was mit der Münzprägerei? Die hat auch schon, okay, die hat auch schon Silbermünzen hergestellt. Die sind auf dem Weg zur Schatzkammer. Da. Ich beobachte dich. Lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. So, wir haben Eisen? Wo ist Eisen? Solange er den jetzt nicht hier hinzieht, sondern halt schön wartet, bis das hier fertig ist. Pass auf, du hast Priorität. Dann dürftest du ja eigentlich auch priorisiert die deine Verbrauchsgüter anfragen dürfen. Jawohl, funktioniert. So, jetzt müsstest du ja beides haben. Es muss nur noch die Schmiede eintreffen, aber da sind sie auch schon. Also ich hoffe, dass das mit den drei Arbeitern pro Gebäude noch ein Platzhalter ist. Ich muss nämlich gestehen, es gibt ein paar Gebäude, wo ich mich echt frage, was da mehr als eine Person machen soll. Also bei drei, wenn ich da drei Schmiede reinbuttern soll, die beide jeweils, alle drei jeweils zwei Werkzeuge benötigen, dann soll die Rüstungsschmiede bitte auch nicht ganz so lahmen, wie sie es jetzt hier tut. So, Schild ist unterwegs. Und die Kettenrüstung ist jetzt im... Ja, die Kettenrüstung macht er jetzt gerade. So, und dann endet auch diese Runde, so wie alle anderen Runden enden. Mit einem Soldaten. Du bist die Rekrutin? Scheint so. Jetzt wartest du nur noch darauf, dass hier alles hingeliefert wird. Thank you.
Oh, du gehst aber echt einen ausladenden Weg hier. Nice, das waren alle drei Maps. Und jetzt haben wir ungefähr 1,18 gemacht. Also, das hier war jetzt sogar die schnellste Map, dafür, dass es auch die schwierigste sein soll. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Anyway, das war's auch erstmal mit der Pioneers of Fargonia-Demo. Ich muss sagen, also, klar, es ist nicht vollständig, aber diese Demo lässt mich mit dem Wunsch nach mehr zurück. Und wenn ich an die Open Beta zurückdenke vom neuen Siedler vor über anderthalb Jahren. Ein Spiel, was zu dem Zeitpunkt eigentlich schon, ne, es war ja praktisch vor Release, also kurz vor Release, bevor es dann verschoben wurde. Also es war praktisch fertig. Und gefühlt hat diese Demo jetzt schon mehr Inhalt, beziehungsweise habe ich auch Bock auf mehr, was bei Siedler definitiv nicht der Fall war. Aber ich denke, das beweist auch ziemlich eindrucksvoll, dass es nicht irgendwie daran gescheitert wäre, dass Volker Wertigs Vision irgendwie zu größenwahnsinnig gewesen wäre, wenn er das jetzt mit einem 20-Mann-Team hinbekommen hat, ohne die Ressourcen von Ubisoft. Aber naja, ich bin sehr gespannt, was hier noch kommt. Und ich hoffe, ihr seid es auch.